spontan ist eh immer noch am besten. War schon letztes Mal vorbereitet heute, oder? Manchmal, du bist so weit noch Ich außer. bin immer vorbereitet. Ist eigentlich bewusst, dass wir gerade Format klauen. Allzeit bereit. Ja, das. Ja, eigentlich habe ich gedacht, wir machen so mit der Actioncam noch. Ey, Danny, der Dominik ist heute nicht da. Komm, wir drehen schnell was heimlich. Jetzt war es so, dass der Dominik uns gedreht hat, dass wir es fortdrehen sollen. Ja, hat gesagt, wir mussten. Und ich bin unrasiert sogar. Ja, also ich grüße ihn raus an der Harun. Ich habe Haare. Willkommen zum Bear Talk am Montag mit Ramon und Danny. Let's go. Kein Dominik. Browser. Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Wir haben das Studio gecaptured und jetzt gibt es den Bear Talk mit Ramon und Danny. Hallo. Die Leute warten übrigens schon auf Teil 2 dieses Videos. Deine Fans. Nee, eigentlich Leute, die wissen wollen, um was es so geht. Ich weiß einmal nicht, warum ich jetzt hier dabei sein muss. Also, hab mir nur gesagt. Wir wussten gar nicht mehr. Also ich weiß es nicht mehr. Und auf einmal war sie ja da. Also ich weiß, kann man also das nicht mehr wissen. Es ist einfach so viel passiert. Mit Twitch und YouTube und alles. Und deshalb war irgendwo, war dann halt der Punkt, weil der Dominik auch so viele Fragen gestellt hat. Und habe ich gesagt, nee, da musst du Danny fragen. Da müssen wir am nächsten Mal am besten den Danny mit dazu nehmen. Und jetzt bist du da, aber jetzt ist der Dominik nicht da. Das ist nicht schlimm. Vielleicht. Die Frage war, wie ich in den Laden gekommen bin. Also ich weiß, im alten Laden, im Benzinoring, da war ich als Kunde da. Und dann ging das Thema war ich irgendwann mal in der YouTube. Nein, in der Schubertstraße war ich einmal, da habe ich die Spülmaschine angeschlossen. Genau. Und bei mir privat hast du auch mal irgendwas mit dem Abfluss gemacht. Irgendwas mit dem Abfluss repariert. Und dann ging das alles so schnell. Nach dem Motto, wir hatten ja angefangen mit dem Steven YouTube-Videos zu drehen. Und ich weiß noch, als Covid angefangen hat, habe ich dann irgend noch was dilettiert. Zu Hause One Piece, nee, nicht One Piece, wie hieß es? Flesh and Blood habe ich irgendwie noch versucht. Also, ich glaube, es war ein Video vom Aaron und vom Steven oder irgendwie so, was ich mir morgens auf der Arbeit angeschaut hat. Und ich fand es schrecklich, dass die einschlafen beim Reden. What? Genau. Und dann habe ich dem Daniel eine super freche Sprachnachricht geschickt, dass ich denke, dass wir das besser können, wie das, was wir doch gerade bei YouTube gepostet haben. Und da kam eine Sprachnachricht von dir zurück. Wenn ich so eine große Fresse habe, soll ich doch kommen und sagen, Fresse habe ich bestimmt nicht gesagt, aber Klappe wahrscheinlich. Stimmt, gut, ja. Aber ja, wenn ich so ein großes Maul habe, dann soll ich doch kommen und das selber machen. Das kann gut sein. Und dann habe ich zu dir gesagt, okay, ich habe glaube ich in 2 Wochen Urlaub und dann machen wir das. Und dann hast du uns mit Ware eingedeckt und dann sind der Daniel und ich zum Heiko heim und haben jetzt noch mit dem Nagel die Kamera irgendwo hingehangen und wussten nicht, dass man das Bild drehen kann und haben nur Texte geschrieben und so fing das an. Genau, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich noch gesagt habe, das habt ihr doch gescriptet. Genau. Und man hat es gar nicht gemerkt, dass das gescriptet war, ne? Gar nicht. Nee. Ja. Und dann habe ich Videos gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, du kannst ja nicht Videos für mich machen. Wir zeigen ja den Leuten, dass du was für mich machst, ohne angestellt zu sein hier. Und das hast du mir bei Benjis Burrito gesagt und hast mir einen Schlüssel für den Lade gegeben. Genau, das war dann der Minijob. Und dann war es April, wo ich so krank war, vor 2 Jahren. Also das war vor dem April, ne? Vor dem April, so Magen. Ja, ja. Genau, und es hat sich halt im Lade, ohne dass irgendjemand böse zu mir, das war einfach so, sich niemand für irgendwas verantwortlich gefühlt. Und ich bin halt zwischen normalem Job und Battle Bear, in der Zeit, wo du krank warst, die ganze Zeit hin und her getangelt. Genau, dienstags wurde immer gefilmt und mittwochs musst du dir dann freinehmen, irgendwie so. Genau, und dann, ne, montags haben wir gestreamt und dienstags habe ich nur einen halben Tag gearbeitet, habe dann Überstunde gemacht, dass ich dienstags. Und dann habe ich angefangen, Yugi zu übernehmen, die Locals, wo du so krank warst, weil es keiner machen konnte. Und so ist das alles. Und als ich nicht zurechnungsfähig war und unter Medikamente stand, hast du mir den Arbeitsvertrag vorgehalten. Unter vorgehaltener Whiskyflasche. Also angefangen hat es, deine Frau hat bei mir zu Hause gestanden, hat mir, glaube ich, was zum Streamen gebracht. Also ich habe von zu Hause aus gestreamt. Und hat dann gesagt, Ramon, geht's nicht gut. Das ist vielleicht da alles, er war ein bisschen übertrieben gewesen die letzten Monate. Der braucht jemand, der ihm den Rücken stärkt und ich möchte, dass du für uns arbeitest. Das hat deine Frau bei mir zu Hause vor der Tür zu mir gesagt. Doro? Hallo? Und dann haben wir uns so drüber unterhalten. Okay, verstehe. Ja, aber dann war... Dann war es April und dann war ich da. Genau, und dann war es weil's halt beides nicht mehr ging. Ne? Ja. Also Nebenjob und dann noch dein Hauptberuf. Jo, und jetzt sind es ja auch schon wieder fast 2 Jahre bald. Ne? Ja, vor allem hast du
Du hast einfach eine rechte Hand gebraucht. Und dann, obwohl ich Linkshänder bin. Und da niemand das machen wollte, scheinbar, obwohl die alle die Chance dazu hatten, habe ich dann die Chance beim Schopf gepackt, ergriffen und daran gezogen. Ja, so war das. Und jetzt geht die Zeit rum und ich weiß noch, das sehen wir gleich, ne? Ich weiß noch, in dem einen Tag, als wir dann in unserem Außenbüro gesessen haben und uns die Sonne auf die Glatze geschienen hat. Ne? Ja, ja. Das sehen wir gleich. Das war ja kein Platz. Und jetzt sitzen wir 2 Jahre später hier in unserem eigenen YouTube-Studio. Und haben keinen Platz und haben schon wieder ein Extralager angemietet. Richtig. Geil. Geil. Also, was heute passieren soll, ist der zweite Teil der Battlebear-Geschichte. Ich habe ein paar Videos und ein paar Bilder vorbereitet. Kennt ihr ja schon aus dem ersten Teil. Oh ja. Ihr seht ja auch schon was. Ich weiß auch, wo das war. Die zeige ich euch. Dann kriegen wir das größer, oder? Ich glaube, so ne, größer, doch. Achso, aber dann sieht man es nicht mehr ganz. Ja. Aber es reicht doch. Passt ja. Jo, wo waren das? Weiß ich noch wo? Das ist in dem Tanzstudio, in dem ehemaligen, wo wir noch überlegt haben, einfach 2 Lokalitäten für den Laden zu mieten. Genau, das war quasi, vor der Schubertstraße war ja der Wohnblock und hinter dem Wohnblock beim italienischen Supermarkt oder über dem italienischen Supermarkt war dieses Tanzstudio und das, was man hier durch die Fenster sieht, dieser Häuserblock, rückwärtig von diesem Häuserblock war dann quasi der alte Battlebear. Genau. Und die Überlegung war, weil es halt nichts Passendes gegeben hat, dass wir sagen, okay, wir nutzen das als Zusatzlocation für Events. Genau, für Spielbetrieb. Für Spielbetrieb und lassen den Laden vorne. Es war ja alles noch unter Corona, ne? Also mit Hinblick auf Abstandsregelung und Maskenpflicht und Testpflicht und 5G und was weiß ich was. Aber wir haben es nicht genommen, ne? Naja, das war, also wären zu viele Kompromisse gewesen und im Endeffekt wäre das eine ewige Baustelle geblieben. Ja. Alles nur so und hat sich super angehört. Ich erinnere mich noch mit Keller und Aufzug, aber der Keller war komplett verschimmelt. Hat dir die Schimmelwand ins Gesicht gehauen, wenn wir da reingelaufen sind. Du hast gerochen, gemerkt in den Atemgängen. Ja. Aber auf dem Papier war es gut, ja. Lagerfläche, so und so viel Quadratmeter und günstiger Mietpreis und Lastenaufzug und hat sich alles richtig gut angehört, aber der Keller war komplett nass und Schimmel und Moder war gar nicht gut. Sanitärobjekte bauen müssen und war nicht gut. Ja, ja, also hier hätte man richtig investieren müssen. Ja. Gehen wir mal weiter. Das ist doch die Alien-Horror-Story. Das war... Also, da ist zwar eine Rolltreppe, aber das ist nicht unser aktueller Laden. Ne? Ja. Also ihr seht rechts, wir sind hier im Erdgeschoss. Das ist nicht der aktuelle Laden, wo wir jetzt sind, auch wenn da eine Rolltreppe auf der Seite ist. Die Location. Zustand völlig weggelassen. Wäre ein Traum gewesen. Ein Traum. Ein Parkplatz. Da hätte man sogar Feste drauf feiern können. Ja. Riesig. Riesig. Aber im Zustand eines Horrorfilms würdig. Unglaublich, unglaublich. Also aufgequollene Betonböden. Ja. Runterhängende Wasser- und Klimaleitungen, also schrecklich. Ja. Also das geht dann noch runter, also und wir waren auch im Untergeschoss und wir waren mit dem Hausmeister da und unten war kein Licht. Wir hatten die Handylampen und genau irgendwo hat es geflackert und dann ist da unten noch ein Tiefenbrunnen und Gitter und unter dem Gitter fließt Wasser und Naturstein und ein Brunnen. Und das war so eine Szene, so Half-Life-mäßig, als ob da jetzt Außerirdische oder Aliens oder Zombies oder irgendwas aus der Unterwelt da jeder Moment rauskommt. Dann waren da noch Kühlräume, da war, glaube ich, mal ein Supermarkt unten drin. Und da hätte es ohne Probleme auch sein können, dass da im Kühlraum noch ein halber Menschentorso hängt und Blut trieft runter und irgendwo liegt noch eine Kettensäge und Brummblut. Also falls jemand das Texas Chainsaw Massacre Kaiserslautern drehen möchte, Kontakt an uns, wir wissen, wo die Location ist. Ja, ja. Und dann war es günstig, die wollten, glaube ich, nur 15.000 Euro oder so. Ne? An sich, in einem guten Zustand, wäre das Ding ein Traum gewesen, nach wie vor. Ja, ja. Weil mega, eigene Parkplätze, riesig. Ja, ich kenne es noch aus meiner Kindheit, da war früher der Kaurisch drin, ne? Im Untergeschoss Elektro. Krass, also ja. Super wäre das gewesen. Im Endeffekt wäre es geil gewesen, aber der Zustand unzumutbar. Und niemand will Geld reinstecken von den Besitzern. Nee, also dort hätte man, weiß nicht, 50.000, 60.000 Euro hätte man da wahrscheinlich reinstecken müssen und hätte es wahrscheinlich schon nicht mal großartig gesehen. Ja, ja, aber geil wäre es gewesen. Cool, ja. Das war die Geschichte. Dann
haben wir hier schon was gefunden. Wir haben ja schon gefilmt, da haben wir noch Masken auf beim Schauen. Da stehen wir schon jetzt fast im Stich, ein Schritt vom Studio weg. Wenn ich jetzt den Schritt nach links über den gelben Strich stehe, stehen wir hier. Genau. Das war der Anfang, ne? Also Das Ding war ein Glücksgriff. ja, muss man so sagen. Auch unserem Vermieter sei Dank, Ja, den also Herrn ich erinnere Ritter. mich wie gestern daran, als du gesagt hast, ich habe da was, aber das passt nicht. Und der Vermieter, der war, die sind so ein bisschen forsch, die Jungs, ne? Also die sind super, ich mag die ganze Familie. Und ich weiß noch, wie du mir das erzählt hast und ich dich nach dem Namen gefragt habe und ich wusste direkt, was und habe gesagt, glaub mir, das passt. Die sind einfach so, wie die machen am Telefon. Das Okay, passt, wenn der cool. sagt, ich baue dir da, was hat er gesagt, ich glaube, ein Scheißhaus, gell? Sorry. Dahin Das, und dann hat er uns einfach jetzt ja, hingebaut, ne? genau. Also. Ja. Und was man hier sieht, ist jetzt tatsächlich unser aktueller Laden im Urzustand. Genau. Hier haben wir dann so provisorisch mal abgeklebt, wo die Stellwände hin sollen von den Toiletten und vom Büro und vom Studio. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich der hintere Bereich ist ja das Studio. Genau. Dann vorne dran sieht man das Büro Genau. und dann aus dem Bild vorne dran wäre dann die Toilettenanlage, die dann eben ja so mal skizziert wurde. Wir haben das ausgemessen, wir haben es überschlagen, was wir an Platz gebrauchen könnten und Hätte gesagt, mehr sein können. getan. Hinterher ist man Wir immer hatten noch viel schlauer. mehr Pläne eigentlich, die gar nicht verwirklichbar gewesen wären Ja, mit der jetzt. Couch, ne? So eine Chill-Ecke und Couch so. und hier Tabletop aufnehmen, da vorne mit dem Spieltisch, das hat gar Ja, nicht ja. funktioniert. Aber gut, im Nachhinein sind wir glücklich, so wie es ist, es funktioniert alles. Ja, das ist Aber ja, jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau. Ne? es war schon geil. Ja. Oh je. Da ist so ein Ding. Da waren wir Da überhaupt sieht man da. jetzt schon, da sieht man jetzt schon den Rohbau. Ja. Den Rohbau und hinten war schon fertig, gell? Da ist das Tatsächlich. Bad schon im Gange. Also das Bad ist schon fertig, ja. Haben wir einen schönen Schwenk. Krass. Ich weiß noch, da waren wir morgens hier. Du, Doro, Laura und ich. Ja, aber die ganze Arbeit, ne? Also das sah ja alles so locker flockig aus, ne? So nach dem Motto, das machen wir einfach mal. Auch oben hängen noch die alten Leuchten, Das die war so viel Leuchtstoffröhren. Arbeit. Ja. Und wenn man das jetzt nochmal wüsste, was das an Arbeit ist, was auf einem zukommt, ne? Würde ich es trotzdem wieder machen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber es war geil. Auch Außenbüro. Moin, hier Einen sind wunderschönen der guten Danny Tag und an ich dich. in unserem Außenbüro. Das Außenbüro. Und das ist auch ein Grund, warum wir einen Laden brauchen. Wobei Ganz heute bei dringend, dem Wetter obwohl ist es heute, geil. wollte gerade sagen, ist, Aber es könnte auch regnen oder schneien, ne? da wird man wieder im Auto sitzen. Ne? Das wäre scheiße. Also, ja, Ja. wir besprechen so das Übliche vor der Tür, was nicht jeder mitbekommen soll. Das So machen wir verwirrt uns. das. Ciao. Ciao. Ja, das war die einzige Möglichkeit, allein zu sprechen. Ich war vor dem Laden. Egal, also auch Mitarbeitergespräche wurden auf diesem Platz geführt. Ja. Wir waren letztens ja in der Garage und da musste ich mich mal kurz dorthin setzen. Es war so ein bisschen Flashback. Ja. Ja, das war. Ich weiß noch, was das eine Heidenarbeit war, immer das Fenster neu zu dekorieren und die Schränke da Ich wegzuschieben. war Und gerade mit richtig hin, ne? ja. Oh Mann. 31. Mai 2021. Das ist jetzt bald vor 2 Jahren Ja, da gewesen. haben wir angefangen zu renovieren bald. Wahnsinn. Oha. Da hatten wir ja schon zwei Bildschirme. Das ist ja schon das abgegradete, die abgegradete Version. Ja, die Low-Grade-Version, die war ja im Ja. ersten Teil schon drin. Was? Ah, da hast du morgens auch, oder hast du morgens aufgeräumt. Genau. Ihr habt gestreamt. Bis morgens immer ganz Bis spät. morgens gestreamt und ich habe hier den Stagehelfer gemacht. Arbeitstempo, ne? Hier. Ja, das ist ja kein Zeitraffer. Nein, nein, gar nicht. Ja, das waren noch die ganz harten Streaming-Zeiten. Das wäre heute gar nicht mehr so möglich. Aber wir waren organisiert, ne? Alles Kiste, alles hier. Also ich meine, wenn du Ja, die jetzt. Kiste hatte auch direkt links einen Platz hinter dem Regal, wo man jetzt den Rücken, das ist das Ja. Megakonstruktionsregal. Dahinter ist die immer verschwunden. Der Tisch genauso. Und dann hat man gar nicht so viel Arbeit für Ab- und Aufbau gehabt. Im Endeffekt.
Aber es war halt trotzdem, ne? Ist halt was anderes, jetzt einfach zu sagen, okay, ich schnapp mir eine Cola, wir setzen uns mal hin, schmeißen die Lichter an, setzen uns vor die Kamera und fangen mal an zu streamen. Und die Lichter sind mittlerweile, die haben ihren Dienst getan. Die sind vor Erschöpfung auseinandergefallen tatsächlich, und kaputt gegangen. Die Studiolampen, die haben wir jetzt vor ein paar, weiß nicht, 2 Monaten oder so, haben wir die ausgetauscht, weil die waren halt wirklich nacheinander. Durch. Am einen Tag hat die Peng gemacht und am anderen Tag hat die Peng gemacht. Die waren einfach am... So, und das waren halt auch noch, die waren zwar schon energiesparend, aber trotzdem haben die deutlich mehr Strom gebraucht als die LED, die wir jetzt haben. Und die machen halt richtig Alarm jetzt, die Dinger. Ne? Die machen hell. So, da haben wir noch ein Video. Man sieht, wir sind schon im Videozeitalter angekommen. Hier noch ein Teil aus der Serie, warum wir einen größeren Laden brauchen. Ich habe jetzt heute Morgen gerade Twitch abgebaut. Das war das lustige Zeitraffer-Video, was ihr gesehen habt. Und ich war kaum fertig mit Aufräumen und Saugen. Kommt der freundliche Paketfahrer und stellt ein paar Pakete ab. Deshalb brauchen wir einen größeren Laden. Ja, also es war ja jetzt wirklich kein Luxus. Ne? Kann man nicht sagen. Also man hat halt aufgrund dessen, dass es so wenig Platz war, viel mehr Arbeit teilweise gehabt. Viel mehr. Es ist ja wie ein Schiebepuzzle ohne Freiheit. Genau, das war's. Also, genau. Das war wirklich Wahnsinn. Also wenn ein neues Produkt kam, in ein Regal oder eine Rubrik, die relativ voll war, war das... War ein Drama. Wie oft bist du Tische holen gefahren morgens für irgendwelche Aufbauten? Ja, Oha, guck mal. Guck dir mal das Bild an. Da war er noch gar nicht offiziell im Team, der Michael. Ja, aber das ist auch wieder typisch, ne? Da wird die Doro sortiert Karten, der Michael, der bereitet irgendwas vor für ein Opening, ne? Yu-Gi-Oh! Daniel wahrscheinlich. Ich erinnere mich, ja. Der Daniel macht hier den Leuchter. Und da ist der Daniel. Also ja, jetzt mal Kompliment an unser Daniel. Das da sind ja mal doppelt so viel, wie er jetzt noch ist. Ja. Riesig. Ja. Und das da vorne ist Noah. Ist das Noah? Das müsste Noah sein, ja. Unser Praktikant von damals. Was? Und der, genau, das waren die Blister. Blister, die er beklebt. Ja. Auf dem Schoß hat er noch die Labels. Was sehr interessant ist, ich nehme mal die Maus hier. Unser Gegengewicht für die Stange. Da hast du oben ein Loch reingemacht. Hier. Das weiß ich noch, dass wir es da hinhängen können als Gegengewicht, weil der Heiko hatte uns das umbauen gelassen. Ne? Das war vorher nicht so eine lange Auslegestange. Genau, der Auslegearm ist Handarbeit. Ne? Genau, und dann mit einem Rohr, genau. Was halt wirklich lang ist. Und wenn da die Kamera da ist, und dann haben wir natürlich eine Hebelwirkung, Physik. Und als Gegengewicht ist hier tatsächlich ein Haken. Und weil wir halt so kreativ sind, haben wir halt eine leere Colaflasche mit Wasser gefüllt. Nylonfaden. Und aufgehängt. Für alle, die dies interessiert, jetzt hängt dort eine Silikonspritze. Aber da weißt du auch immer, wo sie ist. Kreativ. Krass, ja, tatsächlich. Krass. Mega, ja. Flashbacks. Und ein schönes, stabiles Holzregal sehe ich da auch. Sehr gut. Ah, hier sieht man die Bewegung hier. Ja. Sprichwörtlich. So, und parallel dazu, ne, wir sehen hier, das war am 7. Juli. Ja. Und hier sind wir am 15. Juli. Das heißt, parallel dazu gingen natürlich die Bauarbeiten weiter im neuen Laden. Der Trockenbau war jetzt fertig. Und ich denke, das ist jetzt der Part, in dem wir angefangen haben. Genau. So langsam ging es dann los. Ja, ist alles noch im Rotzustand. Die Wand die Wand war noch nicht gestrichen. Nee, ist noch nicht gestrichen. Nicht. Die Tür ist noch grau. Das ist an dem Tag, an dem wir angefangen haben. Ja. Schlüsselübergabe und Co. Ja, so sah es tatsächlich aus. Im Bürozustand. Hier nochmal von der anderen Seite. Die Arbeit. Und was dachten wir, was wir Platz haben? Ich meine, wir haben viel Platz, aber am Ende wurde dann doch jeder Quadratmeter sinnvoll genutzt. Und am Ende immer noch. Mussten wir auch jetzt schauen, wo wir noch ein bisschen mehr Platz hinkriegen. Ne? Also wir sind da wirklich sehr kreativ, was das angeht. Der Danny, in alter Gewohnheit, im Büro. Genau. Ja gut, es gibt halt hier keine Sitzmöglichkeit. Nee, das stimmt. Das ist sicherlich keine Verordnung.
Gut, war halt immer noch zwischen Tür und Angel. Ich glaube hier, ich weiß nicht, wo ich da war, ob ich da vom Fußball gekommen bin, ob man aus, ich weiß gar nicht, was da war. Da habe ich noch donnerstags von zu Hause aus gebreakt. Genau. Und genau, Donnerstag 20:30 Uhr sieht man hier. Ja. Und ich war mit der Doro unterwegs, die Doro fährt und ich sitze nebendran und schaue halt den Stream mit. Ja. Ist auch in der Tat, also ich möchte jetzt auch zu Hause wieder ein bisschen mein Studio ausbauen und möchte wieder mehr von zu Hause machen, abends mal noch. Aber ja, war eine geile Zeit. Also die haben mich ja donnerstags abends dann meistens direkt nochmal zerstört. 4, 5, 6 Stunden bei mir sah es immer aus. Holy moly. War geil, ja. Action. Jetzt geht's los. Den Live. Der Live, der hat mir, also ohne den Der hat geschafft. hätte ich das psychisch, glaube ich, nicht ausgehalten. Live hat gut geschafft. Wir haben uns Muss da man gegenseitig immer sagen. sehr, sehr hochgeholt. Weil es war ja so, dass der, also es musste ja der alte, also es musste ja der Battleman musste ja laufen. Ja. Es musste renoviert werden. Dann, wie die meisten von euch wissen, ist der Battle Bay ja nicht deine einzigste Firma, die dich braucht. Es war brutal. Also viel der Zeit habe ich mit dem Live hier allein verbracht. Und es war, ja, wenn ich es so sehe, und ich muss dir sagen, zwischen Live und mir ist in der Zeit echt was passiert. Also das ist eine ganz besondere Freundschaft, weil wir in der Zeit so viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich war da ja, nicht weil mich irgendjemand dazu getriezt hat, aber ich war ja in der Zeit 7 Tage die Woche hier in dem Raum, Gibt er weil dir ich die Socke einfach. wieder zurück, oder? Nee, die hast du mir geschenkt. Aber ich wollte ja fertig werden, ne? Also ich war ja wirklich 7 Tage am Stück. Ich war immer hier. Ich konnte es, wenn ich dann sonntags zu Hause, dann nee, ich bin ich so ein bisschen. Ja, war eine geile Zeit. Ich habe auch 25 Kilo abgenommen in der Renovierungszeit. Und gehalten. Der Live. Wahnsinn. Der Live, der Gute, der Maler. Und hier? Rafferino. Ja, es war schon So wieder. sieht es eigentlich gar nicht schlimm aus, ne? Nö. Ist eigentlich schnell gemacht. War doch gar nicht viel Arbeit. Nö. Fix haben wir das gemacht. Einfach hingespuckt. Sieht man ja. Fertig warme. Zack, 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 ums zack. Haus Nikolaus. Ich weiß gar Fertig. nicht, wo das Alles Problem bereit. war. Ging ganz schnell. War Und auch der Hörer hier da. nochmal in Echtzeit. Aber liebevoll war schon das. Die Hallo. Farbe an die Wände gestreichelt. Echt am Wir müssen doch mal. Bewusstsein. Genau, Lukas. Der gute Monsterkühlschrank. Wichtiges Utensil. Wurde hart genutzt zuletzt. Die Laura war da. Ja. Das ist so ein Ding, wo man Schrauben mit rausdreht. Hat sie gerade ernsthaft gefragt, was ich schreiben soll? Hey. Ich kann dir aber alles übers Pferd erklären. Ja, toll! Haben wir noch irgendwie Messer oder sowas? Du hast noch eins. Sag mal! Was brauchst du für Schrauben? Die Chefin ist auch da. Ja, es war eine geile Zeit. Na, hat uns auch auf eine Art und Weise ja noch mehr zusammengeschweißt. Ja, auf jeden Fall. Geil, geil, geil. Es war schon viel von da bis Ja, jetzt. war riesenartig. Also wenn ich überlege, was das nochmal Kraft und Nerven gekostet hat mit dem Teppich dann damals, das war ja so der Ja. End, ne? Und Also wenn man über Wochen und Monate so viel arbeitet, dass sich ein normaler 8-Stunden-Tag in der 5-Tage-Woche anfühlt wie easy, Urlaub, ne? easy, ja. Dann weiß man, dass man was geschafft hat. Also ab dem 2. Tag, als wir hier eröffnet haben, war es Urlaub erstmal. Doch, also es war Ging so, dann, ne? ja. Also die Eröffnung war nochmal heftig. Ja. Es gilt ja schon in diesem Fall auch nach Fest und so einfach, ne? Er arbeitet halt so wie er ist, ne? Der Live Warum ist erwartet es denn, ne? Ja. Du musst kurz durchschnaufen. Pass mal auf und zu. Ja. Ich fühle mich beobachtet. Aber das war ganz am Anfang, da stand noch nicht mal unser Wir brauchen doch Esstisch. Footage. Den haben wir dann irgendwann Da noch stand noch verbaut. nicht mal der Esstisch, der war noch nicht mal da. Ja, das sind die ersten alle abgefallen, deswegen ist es, die wir versucht haben zu kleben. Mit Sprühkleber, gell? Irgendwas war da. Ach, schrecklich. Dann haben wir sie doch genagelt. Und man sieht, es Wenn ist nicht perfekt, aber es hält. es keiner weiß. Ja. Wenn es keiner weiß.
Oh, da sind wir schon weiter. Hier liegt schon der Teppich. Hier liegt schon Teppich, ey. Und das war so viel Arbeit. Uff. Mir haben die Knie wehgetan. Boah. Aber wenn der Volker nicht gewesen wäre, wären wir da auch nicht so fix gewesen. Der war da schon eine große Motivation und eine große Hilfe mit seinem Know-how. Ja, ja. Die Kniffe und die Tricks, ja, die er kennt, der alte Handwerker. Das haben wir auch. So baut live Schubladen. Die Schubladenmanufaktur. Was sind das mittlerweile? Hat er bestimmt 100 Schubladen zusammengebaut, oder? Ich habe auch letztens echt gefreut, als ich ihn gefragt habe, ob er Schubladen bauen will. Echt? Ja? Dann kauft man nochmal welche. Ich nehme die ersten Schränke. Sehr geil. Das ist ein geiles Bild. Sehr geil. Das ist wirklich geil. Ja. Also hier haben wir dann schon ein bisschen die Endposition festgelegt und geguckt, ob das passt, ob die Abstände... Haben wir noch überlegt, ob wir hier eine Tür reinmachen zum Klappen oder ob wir sie genau da lassen, das ändert mich. Ob wir es durchgezogen lassen und ob der Abstand von Schublade zur Rückwand und ob das alles passt. Das war dann quasi ja so ein Prototyp. Im Hintergrund sieht man auch schon die Insel mit den Karten, die schon... Die wir jetzt schon wieder überlegen, wegzumachen. Genau. Hier, die Chefin, guck mal, im Studio liegt schon das Teppich, ist schon fertig. Das Airschild steht schon, das habe ich damals bei Amazon bestellt gehabt, das weiß ich noch. Ja. Das Ding, darum leuchtet es nie. Ja. Und dann kam der Umzug, das ist schon Umzug. Das ist schon Umzug, genau. Die drei Herren von der Tankstelle. Das ist schon Umzug. Und das fand ich nochmal richtig stressig. Das fand ich schlimmer wie die Renovierung. Ja, Renovierung war halt immer auch so ein Gefühl, so zwanglos irgendwo. Ne? Du wusstest zwar, das ist viel Arbeit und da gibt es viel zu tun, aber man schafft halt so vor sich hin. Ne? Aber Umzug war jetzt halt, weil da hattest du den Zeitdruck, weil das war ja ne, mit Auto gemietet, schnell und fertig Zeitdruck, fertig werden, Neueröffnung, da waren wir dann Termine. Auch viel mehr. Ne? Da waren wir dann nicht mehr so eingespielt. Ne? Das hat, also da wollte ja jeder helfen und wir hatten ganz viel super. Ich meine, Sandra hatte ganz Urlaub geholfen gehabt und am Schluss hat sie eine Kiste Altbier von dir bekommen, das weiß ich noch. Die haben wir beim Koch damals gekauft. Und das hast du getrunken? Nee, das, Sandra ist so, bei ihrem Altbier kennt ihr nichts. Aber ja, das ist Das war schon stressiger, viel stressiger, weil du dann ja die ganzen Schäfchen irgendwie und jeder hat irgendwo alles hingestellt, wo er wollte, anstatt so zu machen wie wir. Also wir waren so eingespielt, live, du, ich, das hat so funktioniert, ohne miteinander zu sprechen. Das fing schon bei Sachen wie Mittagessen an, da musste man nicht mehr miteinander quatschen, man wusste aber, was passiert und es ist. Und dann waren auf einmal so viele, die geholfen haben und das war schon anstrengender. Ja gut, das ist aber normal, ne? Je mehr Helfer da sind, desto mehr Reibungsverlust hast du. Ja, ist super, dass die alle geholfen haben. Ja, war auch notwendig. Ansonsten geht es ja auch nicht. Ne? Ja. Krass. Ja. Zum Glück waren die Fahrten nicht so lang. Es war ja wirklich nur ins Auto reinspringen, Gas geben, Kuppeln, Bremsen, Hupen, einmal rum und dann warst du ja schon da. Aber was haben wir hier noch? Schränke aufbauen. Ja, yeah. Hier ist schon... Es wird... Es nimmt Formen an hier. Heiko. Der Heiko, ja. Waren sie alle da? Krass. Mega. Also, dass ich halt wirklich auch nochmal den Rohzustand von allem. Naja, also hinten hier, Lager steht schon so einigermaßen. Das war halt wirklich so zwischen Tür und Angel schon so halb fertig, aber noch nichts richtig. Ne? Also. Krass. Hier stehen die Schreibtische noch nicht. Die Inseln stehen zwar schon, aber. Ja, Teko wird aufgebaut, zum Teil schon. Aber ich war jeden Abend glücklich und zufrieden im Bett. Ja, Spielfläche steht schon. Was sind das, Warhammer oder was da hinten drauf steht? Oder Pokémon? Pokémon. Da kam dann jetzt gleich die Antenne Kaiserslautern für das Gewinnspiel, was wir gemacht haben. Ich weiß nur, wie nervös ich da war. Weil das Radio ist. Da hat er live seine Sorge. Seitdem ist live ein freier Elf. Seitdem ist live an Feier, ey. Super lustig. Die Geschichte dazu ist, gab ja immer auch Harry Potter-Anspielungen und Witze und der Live als Elf, als Hauself. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich glaube, ihm ist irgendwas über die Socken gelaufen und er hatte nasse Socken. Und im Kick unten habe ich Socken gekauft und habe ihm dann Socken gegeben.
Ich weiß noch, die WhatsApp-Nachricht war gut damals. Live ist jetzt ein freier Elf. Und Meister hat live Kleidung geschenkt. Die originale Reaktion. Ja. Mein Meister hat mir Socken geschenkt. Live ist jetzt ein freier Elf. Das stimmt, das wäre echt cool. Das war so geil. Das war super witzig. Und der Heiko, der lacht auch sehr süffisant. Mega geil. So, und dann am 20. August. So, sind wir wieder zurück. Das ist der 20. August, das ist der erste Freitag. Wir wollten den Magic-Spielern die Möglichkeit oder die Chance geben, die ersten Spieler im neuen Laden zu sein. Ja. Das ist Friday Night vor der Eröffnung. Darum sieht es auch noch leicht chaotisch aus. Ja. Und man sieht halt, die Tische stehen quer wegen Corona-Abstandsregelung. Ja. Und auch der seitliche Abstand zwischen den Tischen war natürlich wichtig. Und deshalb hat sich dann so eingebürgert, dass die Tische einfach jetzt auch quer benutzt wurden, ja, über die ganze Zeit hinweg. Ja. Da war die Wand noch nicht durchgezogen? Nee, rechts hängen noch Poster an der Wand. Genau. Süß. 20 verschiedene Funkos hatten wir da. War noch ein bisschen Platz, ne? Ja. Marco, Eröffnung. 21. August 2021. Ja, das war die Eröffnung mit Maske, yes, und Bart. Guck mal, da liegen noch die T-Shirts, die es dann gab. Ja. Ja. Und da hatte ich schon ab und zu mal Angst an dem Tag. Wieso? Weil wir schon teilweise ein wenig viel Leute in diesem Laden waren. Ich glaube, der Heiko hat irgendwas mal über 90 gezählt. Genau, das weiß ich nicht. Zur Peak, als Heiko zählt, waren wir 98. Ja. Jetzt passen 100 Spieler auf die Spielfläche. Und die ist samstags voll. Und wir hatten die Regions mit 188 Spielern. Genau. Jo, ja, da ist er, ja, da sieht man, die Wand war noch nicht durch. Ja, und die Magic Boys. Schön am Eis essen. Die Dauergäste. Ja, da war es noch sehr luftig dahin. Es sind doch immer dieselben, oder? Ja. Du hast mal zu mir gesagt, wie schön, du hast mal zu mir gesagt, der Moment, wenn man seine Kunden an den Tattoos erkennt, die man irgendwo sieht, wo man Pascal irgendwo gesehen hat. Genau. Das ist so. Und hier war es schon. Ein wenig voller. Das Commander. Hier war es schon voll. Das ist der Commander-Dienstag damals. Das sieht man anhand, dass ein Daniel Tippokost hier sitzt. Ja, und die Tische zusammen sind. Genau. Und. Ja. Das ist ein Commander-Tabletop-Dienstag damals, ja, gewesen. Genau, im Hintergrund siehst du die Tabletop-Spieler. Yes. Und das war dann schon ein Anzeichen auf das, was kommen wird, ne? Dass es halt gerade so weitergeht, hoffentlich. Sehr geil. Da haben wir Stühle geholt. Das war dann das Aufrüsten für Stühle. Die waren dann auf einer Palette und ich habe dann versucht, die ins Auto zu kriegen. Yes. Eine Großbestellung Klappstühle. Warum habe ich die gekauft? Dafür habe ich die gekauft. Das ist die Regional. Das war die erste Regionals im neuen Laden. Dort waren wir, glaube ich, so 130 Spieler. Und das war schon sehr, 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 sehr geil. Ja, das war die erste, ich erinnere mich. Ja, auch siehst, einige Spieler haben noch Masken auf. Die Tische stehen quer, ein bisschen Abstand. Da waren die Auflagen nicht mehr ganz so krass. Trotzdem waren halt noch viele Spieler sehr vorsichtig, was das angeht. Das war November, das war dann gerade die Zeit, kurz bevor dann die Regeln, glaube ich, wieder verschärft wurden. Ja. Schon geil. Das war dein Geburtstagsgeschenk. Ja, das war mein Geburtstagsgeschenk, genau, von meiner Frau. Ein Bild gemalt vom Daniel Ferrino. Genau. Der hier ja auch gerade in Kaiserslautern viel am Betze gemacht hat. Hier auch Wasserkästen und Umspannhäuser. Geiler und was Typ, weiß ich habe ihn kennengelernt, wie er das Ding aufgehängt hat. Wir haben darüber vorher gesprochen, wie er es aufhängen soll. Er war ja dann ein, zwei Mal da zur Besprechung, wo du nicht da warst. Ja, geiler Typ. Hinter meinem Rücken. Ja, es musste ja geplant werden. Es musste ja geplant werden, wo das Ding hin soll. Ich habe auch die Vorentwürfe gesehen. Mega geil, ne? Ja. Ist halt alles drauf. Du hast Relaxo, ein Space Marine, Exodia, Yu-Gi-Oh! Zeichen, Battle Bear. Oh, das Magic. Ja. Ja. Geil. Magic, Schriftzug. Geiles Ding einfach. Ja, wirklich gut. Ich hab einen echten Ferrino. Wow, geil. Du weißt, was das mal wert ist. Das ist doch jetzt schon unbezahlbar. Das stimmt. Ein Unikat.
Sehr geil. Wirklich toll gemacht. Ja, es gehört ja immer auch so ein bisschen Selbstoffenbarung dazu. Das ist unsere Couch-Ecke. Die Katze kuschelt mit dem Krümelmonster. Und im warum macht sie das? Weil im Katzenkörbchen, was an der Heizung hängt, ein Labras, ein Kroku und Relaxo hängen und da ist halt einfach kein Platz mehr. Deshalb. So ein Labras nimmt da viel Platz weg. Verstehe. Tatsächlich. Ja, fand ich einfach ein geiles Bild. So. Die Chefin nochmal. Da haben wir die Modenschau. Genau, die Beanies und die. Genau, die Chewbacca, ja. Star Wars Beanies, Schal und Mütze. Haben wir da gekriegt, ne? Ist immer schon im September, November. Ja, jetzt haben wir da hinten schon die Tassen und so stehen. Genau. Dahinter genau. Sind die One Piece, ist der One Piece Merch schon. Genau. Ja. Genau. Ja, das hat natürlich. Naja, die Katze, die umarmt das Klorak, das ist ganz wichtig. Ist schon geil, ne? Auch die Katze mag Klorak. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Und da Dragon Shield. Da war er sehr stolz drauf, dass er dich lang genug genervt hat, bis wir doch dann irgendwann so viel Auswahl an Dragon Shields hatten. Weil die aber auch wirklich schwer verfügbar sind. Das muss man auch immer wieder sagen. Ich finde, das ist immer... Da war er sehr stolz drauf. Ja, müssen wir hinten dran sein. Ist eine Fleißaufgabe, immer wieder nachzubestellen. Und... Das war schon dieses Jahr. Das war schon dieses Jahr, genau. Also, ja, es ist... Danach ging es ja wirklich ratzfatz. Ne? Da war ja dann viel, viel Tagesgeschäft. Eine gewisse Art von Routine hat sich dann natürlich auch eingependelt mit den normalen Events, der normale Turnus. Was normal alles zu tun ist. So viel Normalität haben wir gar nicht. Durch das, dass uns immer wieder irgendwas Doofes einfällt, was wir machen. Ja, aber das ist doch das Normale. Das Außergewöhnliche. Und dann sind wir, glaube ich, schon beim Abschluss. Und das ist jetzt das letzte Bild, was jetzt quasi vor, ja, am 22. Januar entstanden ist. Ja, von ein bisschen mehr wie einem Monat jetzt fast. Fühlt sich aber fast länger, ja, ein bisschen länger, ja. Aber es ist halt, das war dann die letzte Regionals, die wir hatten. Mit 188 Spielern im Laden. Das war die größte Regionals in Deutschland, die in einem Ladengeschäft abgehalten wurde, bislang. Sagt der Typhoon, der Judge, und ich denke, der Head Judge, der wird es wissen. Und im Moment sieht es so aus, als ob nur wir selbst diesen Rekord brechen können. Wir brechen den auch. Schauen wir mal. Wir haben ja jetzt gerade in ein paar Wochen wieder die nächste Regionals. Dafür findet ihr natürlich hier unten in der Beschreibung den Link zum Ticket, falls ihr Interesse habt. Genau, meldet euch an. Gibt wieder auch gutes Essen natürlich. Oh, guck mal, hier siehst du auch das Dragon Shield Regal. Jetzt mit Folierung hier. Ist es nicht schön? Doch, sehr schön. Ist doch wunderschön. Hat ein Profi aufgeklebt. Ja. Ja, krass. Also was so passiert ist, allein schon seit ich da bin, wenn ich jetzt überlege, was das dann für dich ist, als du in dem ganz kleinen Laden angefangen hast. Für mich fühlt es sich schon fast unglaublich an. Ja, es waren jetzt 5 Jahre. Wir feiern jetzt dieses Wochenende unser 5-jähriges Ladenjubiläum. Von diesen 5 Jahren haben wir gefühlt die meiste Zeit unter Covid-Auflagen und Einschränkungen gestanden. Es sind in diesen 5 Jahren, wenn man die Eröffnung mitzieht, dann 3-mal umgezogen. Also ich habe dann 3 Läden eingerichtet und ausgestattet und gemacht. 2 davon waren WPN Premium. Ist schon ordentlich. Haben wir schon gut gemacht. Und ja, Chapeau auch an dich, dass du deinen Traum da damals einfach erfüllt hast. Ich erinnere mich noch, als der Daniel mir das erste Mal erzählt hat, was da so kommt und Leute so Bär drauf und dann mit Trading Card und fast in Lauden und als er dann zuerst mal dabei war, da habe ich nichts anderes mehr gehört. Fang an, Battle Bear da arbeiten, das kann toll und spielen und machen und tun sich Arbeit dort und Danny, ja, let's go, das ist mein Traum. Ja, aber seitdem ging es ja auch ratzfatz, ne? Aber seitdem er dabei war, hat sich ja auch dann viel bewegt und es ging ja dann auch gut nach vorne und allein habe ich das ja nicht geschafft. Es ging ja nur mit einem starken Team und einer starken rechten Hand. Ja, ich bin auch immer noch sehr, sehr glücklich, ein Teil davon sein zu dürfen. Das fühlt sich immer noch genauso gut an wie am ersten Tag. Das ist doch gut. Jo. Ja, ich hoffe, euch hatten die Einblicke so ein bisschen gefallen in die 5 Jahre Battle Bear vom ersten Loch in der Wand
Laden mit ja, zusammengenagelten Holzregalen. Bis zur 188 Mann starken Regional im Neuen. Genau. Luxusladen. Im, ja, also das war schon eine Reise. Hätte ich natürlich alleine nie geschafft. Familie und Freunde und natürlich die Mitarbeiter, die dann aber jetzt mittlerweile auch irgendwo Familie geworden sind. Natürlich auch die Spieler, die uns unterstützen. Und wer genau aufgepasst hat, sieht, dass da viele, viele, viele Spieler von Anfang an dabei waren, ja, und uns immer noch treu sind. Das ist nicht selbstverständlich und das ist was Besonderes. Vor allem, wenn man halt sieht, dass man dann freitags oder samstags am Wochenende, statt in die Altstadt zu gehen oder ins Kino zu gehen oder irgendwas anderes zu machen, dann bei uns abhängt. Das ist schon irgendwo ein Privileg, das muss man sagen. Und deshalb hoffe ich, dass wir dem auch gerecht werden und wir weiterhin Gas geben werden. Und das Jahr ist ja noch jung. Ne? Smets. Und wir haben ja jetzt dieses Jahr erst ein Lager bestückt. Ist ja noch ein bisschen Luft. Noch fühle ich mich unterarbeitet. Ja, also, das waren wunderschöne 45 Minuten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, dass viele Fragen, die in der Community immer wieder an mich herangetragen werden, heute beantwortet werden worden tut und hätten gern. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke auch an Dominik, falls du das überhaupt schaust. Ich weiß nicht, ob der unsere Videos überhaupt selbst schaut, glaubst du? Schneide da alles raus. Ja, und dass wir dich hier überrannt haben und jetzt alles an uns herangerissen haben. Aber ja, wir haben den Teppich gelegt. Wir dürfen drauf laufen. So ist es. Macht's gut, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und wir sind raus, oder? Macht's immer. Ciao. Tschüssi. Ciao.